Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Hier in einer kleinen neuen Aufnahme, wo tatsächlich mal wieder einiges geplant ist. Und in der letzten Aufnahme habe ich ja davon geredet, dass wir sogenannte Sticky Pistons brauchen. Diese Sticky Pistons brauchen wir für die Fertigstellung unserer Erntemaschine. Das ist nämlich für den elektronischen Zyklus, der quasi dafür sorgt, dass das Wasser, was sich dann hier oben befindet, quasi auf diese Felder losgelassen wird und eben auch nicht. Sodass, wenn quasi das ganze Gezuppel hier, was dann hier so wächst, quasi nicht weggeschwemmt wird vom Wasser. Und dafür brauchen wir Sticky Pistons. Und ich habe jetzt mal außerhalb der Aufnahmen gegoogelt, wie man denn solche Sticky Pistons erstellt. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Denn es gibt eine Zutat, die man dafür benötigt, die ist sehr, sehr selten. Und für diese Zutat müssen wir in dieser Aufnahme wahrscheinlich eine Reise machen. Also, wir machen diese Aufnahme eine Reise. Und zwar nicht irgendeine Reise, sondern eine Höhlenreise. Genau, denn wir brauchen Slimes. Das sind diese grünen, hüpfenden Dinge, die öfters mal in Höhlen zu finden sind. Laut Minecraft-Wiki sind die aber extrem selten. Und das wird uns auf eine sehr, sehr lange Reise führen. Zu diesem Anlass würde ich gerne das Loch der Hölle erkunden, was wir in, ja, ist schon ein bisschen her, in einer der letzten Folgen entdeckt haben. Und da würde ich mich jetzt hineinwagen. Schließlich brauchen wir auch wieder Eisen. Wir haben kaum noch Eisen, das sieht man hier. Wir haben zwar noch ein paar Eisen-Nuggets, sonst haben wir aber noch 10 Iron-Ingots. Das ist echt nicht mehr viel. Und ich denke, es wäre auch so schon Zeit für eine Höhlenreise. Schließlich brauchen wir unter anderem auch noch für die Fertigstellung unserer Erntemaschine etwas Redstone, also ganz viele Redstone-Repeater, die dann hier platziert werden auf dem Holz und so einiges mehr. Bevor wir jedoch auf die Reise gehen, würde ich gerne noch etwas aushöhlen hier. Tatsächlich. Damit wir ein bisschen mehr Platz haben, damit wir einfach ein bisschen mehr machen können dann später und damit wir das dann nicht mit unserem vollen Inventar neu machen müssen. Deswegen mache ich das jetzt und baue fröhlich etwas Stein hier ab. So. Ach ja, ist das schön. So, ich denke, diese Reihe, die mache ich noch weg und dann sollte es eigentlich erstmal reichen. Wir werden später definitiv noch mehr Stein abbauen müssen. Aber ich denke, jetzt reicht es erstmal. Schließlich müssen wir gleich noch unser Inventar leeren. So. Das mache ich mal so, damit es schön aussieht. So. Das hätten wir. Und jetzt würde ich sagen, sortieren wir mal unser Inventar, damit wir dann mit einem leeren Inventar auf die wunderbare Reise in eine unbekannte Welt der Höhlen gehen. Naja, also ganz unbekannt ist es nicht. Wir waren schon mal in Höhlen, wir kennen das mittlerweile. Ganz neu ist es jetzt nicht, aber es wird trotzdem spannend. So. Das Jungle Log, was wir in einer der letzten Folgen gesammelt haben, für den Kaffee, by the way, das war kein Kaffee, das ist Kaffee, den haben wir ja auch noch hier im Inventar. Wo packe ich den denn hin? Ich packe das mal hier mit hin, in die Holzkiste, die momentan noch sehr, sehr klein ist, aber das kann sich sehr schnell ändern.
So, ich würde mal das Schwert hier mit reinpacken. Das ist sowieso fast kaputt. Obwohl, das packe ich hier hin. In der Höhle bekommen wir das bestimmt schon schnell kaputt. Dann packe ich das mal so hin. Mach das mal so. Und wir brauchen definitiv mehr Spitzhacken. So. Dann würde ich sagen, machen wir noch zwei Spitzhacken. Das sollte reichen. Dann haben wir jetzt vier Spitzhacken. Das sollte eigentlich auch reichen. So. Kohle haben wir. Das ist schon mal sehr gut. Ja, mache ich das so. Und die Hoe brauchen wir auch nicht mehr, by the way. Dann mache ich das Schwert mal einfach hier mit hin. Dann haben wir jetzt zwei Schwerter im Inventar. Ist auch okay. Ist auch okay. So, dann packe ich das nach vorne, oder? Wie will ich das machen? Ach, wisst ihr was? Ich mache mir gleich ein neues Schwert. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Das ist, glaube ich, wesentlich sinnvoller. So. Erde nehmen wir ein bisschen mit. Da können wir uns wieder durch die Höhle graben. Das ist sehr gut. Okay. Gut. Und noch drei Spitzhacken. Zwei Spitzhacken, meine ich. So. Ich höre etwas. Was ist das? Ist das ein Händler? Ein paar Lamas. Aber sind da nicht normalerweise Händler dabei? Bei den Lamas? Wo ist denn der Händler? Ich höre ihn. Hä? Ist er hier eingebackt? Der ist anscheinend in die Wand gebackt irgendwie. Okay. Kann ich die tamen irgendwie, die Lamas? Geht das? Ich habe keine Ahnung. Und wenn ich denen Klaps gebe? Laufen die dann weg? Ein Klaps auf den Popo. Ich mach das mal frei. Au, ah! Das spuckt mich an! Das gibt's doch nicht. Tatsache. Das spuckt mich einfach an. Das gibt's doch nicht. Oh, hier sind Zombies. Es wird ja auch Nacht. Ich sollte mal lieber schlafen gehen. Bevor wir hier ernsthafte Probleme kriegen. So, einmal schlafen gehen, bitte. Gute Nacht. Und einen wunderbaren guten Morgen hier in diesem wunderbaren Spiel. Mal schauen, ob der immer noch da ist. Haben wir jetzt Zombies? Nicht mehr. Kann es sein, dass die Zombies, ich sollte weglernen bei meinem Gesundheitsstand. Shit. Okay, ich muss hier wirklich wegrennen. Da ist er, aber ich muss eben kurz mein Leben retten. Das wäre kurz wichtig. Shit. Der ist uns sehr... Alter! Hat er mich verjagt? Er hat's auf mich abgesehen. Da ist der Händler. Ich bin gleich bei Ihnen. Dass der nicht von dem Enderman angegriffen wird, wundert mich aber.
anscheinend ist der Enderman verschwunden. Sind wir sicher? Ich hoffe es. So, was haben wir denn hier? Red Sand, Light Blue Dye, Blue Ice. Bleib ruhig da, lieber Enderman. Weed Seeds, Lily of the Valley, Beetroot Seeds. Ja gut, sonst will der nichts, ne? Wandering Trader. Sonst können wir nichts mehr handeln, oder? Können wir denn irgendwas hier so? Bupp und bupp. Geht das? Nö. Also wir können anscheinend nicht irgendwas handeln. Und wo sind seine Lamas? Wurden die etwa von den Zombies gekillt? Ach nee, da sind sie. Aber nur ein Lama. Ich glaube, das andere wurde von einem Zombie geschlachtet. Böse Zombies. Sehr böse Zombies. Bei der Gelegenheit würde ich auch eben mal das gute Beetroot ernten. So. Und direkt Neues anpflanzen. So. Mich wundert nur, warum das eine hier nicht wachsen konnte. So. Was ich mich ja auch frage ist, was kann man eigentlich so aus Beetroot machen? Beetroot ist doch rote Beete, richtig? Hier haben wir Beetroot. Die Seeds kommen hier rein. Rotten Flash brauche ich nicht. Leather brauche ich auch nicht. Das ist aber nichts zu essen. Vielleicht kommt das eher hier rein. Und Lead. Okay. Gut. Was kann ich denn mit Beetroot machen? Kann ich mir irgendwelche leckeren Rezepte craften? Golden Carrot. Hier, Beetroot. Fermented Spider Eye. Ja, ich weiß nicht. Melon Slice. Das sieht nicht sehr appetitlich aus. Pumpkin Pie. Sugar Egg. Und Pumpkin. Beetroot Soup. Das können wir doch machen für die Höhlentour. Dass wir uns Beetroot Soup mitnehmen. Wie mache ich denn Bowls? Bowl. Bowl? Habe ich aber richtig geschrieben. Bowl. Muss ich es groß schreiben? Bowl? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Als ob ich keine Bowls craften kann. Das muss doch hier auch mit dabei sein, ne? Beetroot Soup. Wie mache ich denn eine Bowl? Bowl. B-O-W-L. Finde ich nicht. Kann man die nur finden? Die Bowls? Oder macht man das mit was anderem? Die Bowls. Mit irgendwelchen anderen komischen Crafting Tables. Was gibt's denn noch so? Smoker? Loom. Fletching Table. Vielleicht mit dem Fletching Table. Flint haben wir. Ich mache mal ein Fletching Table. Oh, Fletching Table ist doch... Was gibt's hier noch? Blast Furnace? Interessant. Sehr cool, was man hier alles machen kann. Stonecutter.
Cartography Table. Ich glaube, so einen haben wir schon. Cake. Ja gut, Cake wird eher schwierig. Soul Campfire. Cool. Ich glaube, ich mache mal diesen Fletching Table. Dafür brauchen wir Flint. Flint Eastwood habe ich doch. So, Fletching Table. Vielleicht bringt mir das was. Einen Fletching Table. Und den Fletching Table kann ich doch hier hinpacken eigentlich. Was kann ich damit machen? Nichts. Toll. Nichts Sinnvolles, was mir jetzt was bringt. Und ich höre die ganze Zeit komische Geräusche. Ist das das Lama? Ja, wie auch immer. Was gibt's denn noch so, was man machen kann? Smoker? Komposter. Barrel? Offensichtlich nicht. Das ist ja nur ein Fass. Book? Item Frame! Den habe ich gesucht, Ewigkeiten in einer Folge. Den habe ich Ewigkeiten gesucht? Den mache ich jetzt, sorry. Ich brauche Leder. Leder habe ich doch. Das mache ich jetzt eben mal. Sehr geil. Wo war denn der? Item Frame. Sehr geil. Und wo haben wir denn unsere Uhr? Wo ist die denn? Da hatten wir doch auch eine gemacht. Ich dachte, die wäre hier oben. Hier ist ein Kartografie-Table. Unsere Uhr. Sehr gut. Boah, habe ich das lange gesucht in einer Folge. Das ist mittlerweile auch schon einige Folgen her, tatsächlich. So. Und das wollte ich eigentlich hier hin machen. Huch, das wollte ich jetzt nicht. So, Item Frame. Und Clock. Funktioniert die so? Wenn ich die in den Item Frame packe? Die Uhr? Klappt das so? Das würde mich interessieren. Oder bleibt die so stehen, wie sie ist? Oder muss ich die erst aktivieren? Ich glaube, die funktioniert, die Uhr.